Hallo, Uwe hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nach einer etwas längeren Pause von ein paar Wochen wollte ich mich zurückmelden mit einem Video über eine sehr kompakte Film- und Videobeleuchtung. Da es ein Quick-Tip ist, gibt es auch nur das kurze Intro, was ihr jetzt hier seht. Das muss reichen. Ja. Wie in meinem letzten Video schon ich euch erzählt habe, habe ich mein Filmsetup umgestellt auf ein iPhone 13 Pro Max inklusive einem Small Rig und Haltegriffen und dergleichen. Könnt ihr euch mal auf meinem Kanal mit anschauen, wenn es euch interessiert. Und natürlich bin ich dann auch relativ schnell auf das Thema Beleuchtung gekommen. Und da ich ja mein Video-Setup jetzt mit Absicht verkleinert und kompakter gemacht habe, wollte ich natürlich auch zu dem Thema Beleuchtung was Kleines und Kompaktes haben. Und habe auch gerade beim Filmen halt gemerkt, dass manchmal auch gewisse Spotlights vonnöten sind, die zumindest mal dem Bild bzw. dem Film so einen gewissen Flair geben. Ich bin dann nach etwas Recherche zu der Firma Aukuk gekommen. Das ist ein kleiner, relativ kompakte Video- und auch Fotoleuchten sind einstellbar von der Kelvinzahl. Das blende ich euch gleich hier unten nochmal mit ein. Sind vom Warmlicht bis zum Kaltlicht durchgängig einstellbar und helligkeitsregulierbar. Man sieht den Kelvin hier auch an dem kleinen Display. Dementsprechend eingeblendet sind ausreichend stark, dass man doch etwas größer wie Porträt auch eine Person bzw. auch einen Gegenstand ausleuchten kann. Sind natürlich nicht so stark, dass sie den ganzen Raum aufhellen, aber sie können auch sehr, sehr schön als Akzentlichter verwendet werden. Entweder im Hintergrund oder auf Produkten, auf Personen. Dafür sind sie auf alle Fälle stark genug. Des Weiteren ist auch ein RGB-Farbbereich bei den Lampen dabei, also ich schalte die jetzt mal an. Hier an der Seite ist der Einschalter. Unten ein Regler für die Helligkeit. Das ist das Maximale, was die Lampe hergibt. Wir sind jetzt hier bei 4200 Kelvin. Dann kann ich umschalten bis runter bis 2500 Kelvin, ein ganz gelblicher und dann wiederum ein ganz ja, blauer, da streiten sich die Geister drüber, beziehungsweise weißer Lichtton bei 9000 Kelvin. Im Weiteren kann man hier über die Schalter, den An- und Ausschalter, die ja sehr oft bei diesen Geräten halt doppelt belegt sind, wegen der Kompaktheit, wenn man etwas länger drauf dreht, geht das aus, das sollte es nicht. So. Jetzt zum Beispiel rot, dann ist über die Regler, dementsprechend kann man die Farben ändern, die RGB-Farben, die mit drin sind. Und auch, wie man eben gesehen hat, weil ich einmal zu weit getastet habe, sind noch verschiedene Modis dran, wie Blitzen, wie Feuerwehr bzw. American Police, wo es dann abwechselnd rot und blau auch leuchtet. Das sind Gimmicks, ja, ich brauche sie jetzt nicht unbedingt, aber manchmal vielleicht auch ganz nett. Man weiß nicht in Zukunft bei dem einen oder anderen Filmprojekt, vor was man es noch gebrauchen kann. Mir war es halt wichtig, eine kleine, kompakte Lampe zu bekommen, die auch im preislichen Rahmen jetzt nicht in den Bereich von den teuren, sehr teuren Markengeräten und dergleichen geht. Hier liegen wir bei einer Lampe zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, bei 29,99 €, was ich okay finde für die Leistung. Momentan, habe ich gerade geschaut, sind sie bei Amazon für einen Preis von 19,99 € zu bekommen. Deswegen vielleicht auch ein recht interessanter Tipp, wenn jemand was Kurzes und Kompaktes sucht, Kleines und Kompaktes sucht, sorry. Was ich auf alle Fälle noch in Zukunft mir besorgen werde, sind auch noch, weil das hat sich in der Vergangenheit als praktisch bewährt, werde mir noch kleine Magnetstreifen besorgen, die ich hinten aufkleben werde, sodass ich sie auch
mal an verschiedenen Gelegenheiten einfach anklippen kann, Geländern, Türen und dergleichen, die aus Metall sind. Gerade wenn es darum geht, in den Bereich Akzentlichter zu setzen oder Hintergrundbeleuchtung zu machen. Ja, der Lieferumfang der Lampen ist außer der Lampe selber, einem kleinen Tripod, der dabei ist, ein dementsprechendes Ladekabel. Sind ganz schlicht verpackt, die LED-Leuchten im braunen Karton, der dementsprechend bedruckt ist. Also nichts Aufregendes, deswegen habe ich auch gar nicht hergeholt. Aber sie erfüllen wirklich ihren Zweck. Und ich glaube, in dem Preissegment, wo wir hier sind, kann man auch mal sagen, ja, davon besorge ich mir mal zwei oder halt auch noch eine dritte, je nachdem, wie eure Verwendungszwecke da sind. Ich bin sehr zufrieden mit diesen beiden. Ich bin stark am Überlegen, ob ich mir auch noch zwei weitere hole. Gerade als für den Bereich Akzentlichter. Verwende sie sehr viel beim Videografie. Foto bisher noch nicht, aber das wird sich auch wieder ändern, wenn das ein oder andere Projekt kommt, wo sie einfach auch reinpassen. Ja, das war's von meiner Seite erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Ihr wisst, meinem kleinen Kanal hilft das sehr und ich würde auch gerne noch ein bisschen wachsen, wenn das ankommt, was ich hier mache für euch. Ansonsten könnt ihr natürlich auch abonnieren, wenn es euch gut gefallen hat, dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos. Und ich sage ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Euer Uwe. Danke.